Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem Craft-Update. Ich trinke nebenbei ein bisschen Kaffee und ich muss euch mal ein bisschen mehr Licht machen. Ich hoffe, dass das hilft. Ein bisschen besser, glaube ich. Ich will euch mal zeigen, was ich in letzter Zeit so gemacht habe, auch wenn ich nichts mehr am Video so direkt mache, dachte ich, kann ich euch mal zeigen, was so in der letzten Zeit passiert ist. Und zwar habe ich einmal diese, ja, das muss man hier so, da habe ich so kleine Zipfel als Band dran gemacht und es hält mit Magnet. Und der Clou an dieser Box ist, dass ihr nochmal so eine Zwischenfalte habt. Dass es praktisch so ein, ja, so eine Vertiefung ergibt. Das fand ich total interessant. Und deswegen muss ich die natürlich mal nachmachen. Ist auch sehr stabil. Passt natürlich nicht viel rein. Aber ja, finde ich schon witzig. Dann habe ich erst vor kurzem diese Impossible Card gemacht, ich glaube, so heißt die. Die habe ich schon ganz lange beobachtet und plötzlich macht sie wirklich jeder. Just in dem Moment, als ich meine auch mache. Also da hat sich dann das Video erledigt gehabt. Und ja, ich habe den ganzen noch so einen kleinen draufgesetzt und habe dieses Drehteil. Das ist das Teil, was sich hier dreht. Also das Ganze ist aus einem Stück Cardstock. Also außer das Designzeug mit dem Braun oben drauf. Und das wird so in sich gedreht, nachdem man es dreimal eingeschnitten hat. Verrückte Karte. Habt ihr bestimmt schon gesehen. Also da waren in letzter Zeit wirklich viele, viele Videos dazu. Und angefangen hat das Ganze natürlich wie immer in Amerika. Da habe ich es bei ganz vielen schon entdeckt auf Pinterest und dann auf YouTube. Und ja. Ja, Naturfarben sind momentan so mein Ding. Das war einmal die Karte. Dann habe ich euch die, glaube ich, schon gezeigt. Glaube ich. Jetzt habe ich sie doch mal rausgelegt. Ja, ich glaube, ich habe sie euch wirklich schon gezeigt. Dann auch wieder Natur. Das ist das, was ich wahrscheinlich meinen Schwestern in unserem Urlaub machen werde. Und das ist so ein kleines Mini-Album. Und wir sind ja zusammen im Allgäu und da bietet sich das praktisch an. Hält jetzt in dieser Form mit dem Magneten. Entweder ich muss das komplett anders machen. Ich verlinke euch mal die Anleitung. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer es gemacht hat. Ich verlinke euch mal die Anleitung. Also ich denke mal, weil es bei mir wirklich sehr dick geworden ist, werde ich mir hier noch eine Falz reinmachen von einem halben Zentimeter. Auf beiden Seiten, dass ich da auch Platz habe, dass es dann, wenn ich das hier runter mache, auch schließt. Dann die Karte habe ich heute gemacht. Also heute hatte ich echt überhaupt gar keine Eingebung für den Beitrag fürs Design-Team. Und dann fiel mir doch noch was ein. Da habe ich diese Schokoladenkarte gemacht, die wollte ich schon länger mal machen. Das ist aus vielen rechteckigen Plättchen, die man auch einfärben muss am Rand. Nach der ersten Reihe dachte ich schon, scheiße. Aber es hat dann auch etwas Meditatives. Das Ganze macht man dann noch mit ein bisschen Alupapier, dass es dann auch aussieht wie eine Schokolade. Weißt das Designpapier so ein bisschen ein. Ja, finde ich ganz witzig. Habe ich jetzt aber noch keinen Gruß oder so reingestempelt. Kann man auch für alles nehmen. Dann ist das schon ein bisschen länger her. Ich fand diese Retrofarben von Catino so toll. Das ist einmal dieses Jägergrün, Ockergelb und dieses Blütenstaubgelb. Und da hatte ich drei so Boxen draus gemacht. Genau, hier oben. Das sind halt so ganz normale Boxen. Die so mit so einem Verschluss sind. Und ja, da habe ich halt so ein bisschen mit Stanzen und allem drum und dran gearbeitet, sodass man mal, ja, auch die Kombination mit diesen Retrofarben sieht. Und
das ist die dritte Box. Ich finde auch dieses Jägergrün und dieses Ockergelb passt richtig super zusammen. Gefällt mir richtig gut. Und dann habe ich für das Design-Team von Scrappies auch so eine Box gemacht. Leider hat das nicht ganz funktioniert. Jetzt hält sie irgendwie nicht mehr. Davor hat sie noch gehalten. Die habe ich mit dem Punchboard, mit dem 1-2-3 Punchboard gemacht. Jetzt ist es mir eingerissen. Keine Ahnung warum. Ich verlinke euch noch, wie der Kartzug heißt. Das habe ich. Ist mir gerade entfallen. Das Designpapier ist von Alexandra Renke. Da Farbwellen heißt das. Den blauen Kartzock sage ich euch noch. Und aus dem gleichen Kartzock habe ich auch noch was anderes gemacht. Das hattet ihr vorhin ja schon an meiner Wand gesehen. Da habe ich auch so ein Fotoalbum gemacht, was man sich hinstellen kann. So. Das kann man dann so aufmachen. Und dann kann man sich das so hinstellen. Und dann, also ich stelle mir das so vor, wenn man praktisch seinen Arbeitsplatz oft wechseln muss. Hier könnte man Bilder von seinen Lieben reinmachen. Ich habe hier ein paar Fotos von meinem Mann genommen, also die er fotografiert hat, damit ich da keine Leute nehme. Und habe die ganz klein ausgedruckt. In Passfotogröße. Da habe ich auch dieses Farbwellenpapier genommen von Renke. Ja, da kann man sich das so schön hinstellen. Und ist auch schnell wieder in der Handtasche oder wo in der Schublade, je nachdem. Wenn man oft seinen Arbeitsplatz wechseln muss, finde ich das gar keine schlechte Idee. Das habe ich, glaube ich, gesehen bei Videos von Dani Pois. Aber kann auch die Skripbook-Werkstatt gewesen sein. Muss ich euch nochmal verlinken. Also das ist recht easy zu machen und hat eine richtig tolle Wirkung. Ja, da habe ich dann vorne noch so bisschen Bänder genommen, Novos, und die haben ja so tolle Texte vorne mit drauf und diese Farbwellen. Ja. Dann hatte ich noch was anderes gemacht. Das ist leider, hat das nicht funktioniert. Das, wie es auch immer bei der Dame funktioniert hat, die das gezeigt hat im Video. Bei mir hat dieser Mechanismus nicht funktioniert. Und das Video an sich, also die Karte an sich, war auch nicht fotogen. Dann habe ich aus der Fensterschachtel nochmal aus den tollen Papieren von Gattino so eine Vase gemacht. In der Vase habe ich so Reinigungsradiergummi reingesteckt. Ich wusste nicht, was ich nehmen könnte, wo man was reinstecken könnte. Also da kommen ja diese Blumen rein in diese Vase, was man reinstecken könnte, was dann auch stehen bleibt. Und da, ja, den hatte ich irgendwie noch. Und den sieht man nicht und das fand ich eine ganz gute Idee. Und ja, das ist die komplett aus von der Stanze von der Fensterschachtel gemacht von Stampin' Up. Da bin ich echt froh, dass ich die habe, weil die ist echt so vielseitig. Ich bin keine Demo, falls ihr jetzt fragt. Aber wenn ihr jemanden braucht, kann ich euch jemanden Gutes nennen. Also der, bei der ich immer bestelle, und kann ich den Kontakt herstellen, wenn ihr möchtet. Ja, da muss man sich das irgendwie so stecken, wie es am besten aussieht. Als ich es gemacht habe, sah es komplett anders aus. Jetzt sieht es auch ein bisschen bescheuert aus, aber ja, nur zum Vorführen. So, und dann hat man praktisch ja eine Vase mit Blumen. Finde ich auch eine tolle Sache, gerade so zum Verschenken. Außerdem, diesen Reinigungszeug könnte man vielleicht auch noch was reinstecken. Ich weiß es nicht, wie man das hinkriegt dann mit diesen Blumen drehten. Keine Ahnung. Oder man macht unten noch so eine extra Schachtel mit dran. Müsste man gucken. Aber finde ich schon eine schöne Idee, einfach so zum mit dazu schenken. Vielleicht sogar ins Krankenhaus, wenn man ja eigentlich eh keine Blumen bringen soll.
Ja, das ist das, was ich so in letzter Zeit gemacht habe. Dann zeige ich euch noch mein Mini-Album, wo ich gerade dran bin. Und hier habe ich mir noch so eine Einschlaghilfe gemacht fürs Mini-Album. So ganz bin ich noch nicht zufrieden, weil es noch nicht so eine richtige Ecke hat. Also es ist nicht perfekt. Da muss ich nochmal ran. Muss ich nochmal neu machen. Das habe ich ja mit euch zusammen gemacht. Da verlinke ich euch nochmal mein Video dazu. Und das ist das Album, an dem ich jetzt schon wirklich sehr lange arbeite. Ich warte immer, bis ich meine Eingebung habe und es dann weitergeht. In letzter Zeit habe ich 2 Seiten auf einmal gemacht. So. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Das wäre einmal die Seite zur Geburt. Also ich fand es ganz gut, wenn jede Seite so ein kleines Thema hat. Hier kann sie dann so ein paar Fotos, die zwischendrin waren, reinmachen. Das Ganze kann man dann hier noch rausziehen. Das Ganze ist aber durch einen Mechanismus verbunden. Also das bleibt drin. Und dann kann man das aufklappen. Und hier ist dann wieder ein Pop-up drin. Das hier. Da können dann wieder Bilder drauf. Ich von russischen YouTubern. Ich finde, die machen echt so abgefahrene, tolle Sachen. Man muss zwar echt lange die Videos gucken, bevor man kapiert, was sie wollen, aber ja. Das hier habe ich abgewandelt nach einer Karte mit einem Tortenstück. Da fehlt mir jetzt hier doch noch die Kerze drauf. Dann kann man hier noch ein Foto reinmachen und hier kann man rausnehmen. Das Ganze habe ich mit so Brads festgemacht, die locker drin sind, damit man das auch zukriegt. Ob das Ganze noch hält, wenn sie kleine mal in der Hand hatte, ich weiß es nicht, weil das mache ich für meine Schwester, für die Einschulung von meiner Großnichte, also für ihre Enkelin. Und da muss man mal gucken. Das habe ich euch vorhin schon gezeigt. Das ist dieses Mini-Album. Das habe ich hier einfach mit rein gearbeitet. Und ja, da können viele, viele Geburtstagsbilder rein. Hier oben mache ich vielleicht noch was. Muss ich mal gucken. Wie gesagt, ich habe ja noch diese Frozen. Cardstock habe ich noch und die Sticker. Muss man mal gucken. So, das wäre dann praktisch die Geburtstagsseite. Und hier habe ich jetzt diese Weihnachtsseite. Da habe ich ein Haus gemacht, ein 3D-Pop-Up-Haus mit Schornstein. Da muss ich auch nochmal ran, weil hier wollte ich noch Watte reinmachen. Ich habe keine zu Hause. Das Haus hat mich echt Nerven gekostet, weil nach der Beschreibung ist es auch echt schwierig zu machen, weil, ja, es ist einfach schwierig. So, das wäre dann Weihnachtsseite und die letzte Seite, da soll was zur Einschulung rein und da bin ich gerade, ja, am Hin und Her überlegen, was ich da mache. Soll natürlich auch wieder ein Pop-Up-Element sein. Ich weiß es noch nicht. Also hier soll noch so Aufblätter-Sachen rein, da bin ich auch noch nicht ganz fertig, wo dann noch Fotos rein können. Und hier weiß ich noch nicht, eine Schulbank, ein Schulbus. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich da nehme. Ja, hat ja auch noch ein Jahr Zeit. So, dann durfte ich ja Gastdesignen bei Kreativbund. Und da wollte ich euch auch mal zeigen, was ich aus diesem Strandkit, was jetzt gerade zu kaufen gibt, gemacht habe. Vielleicht interessiert euch das ja. Gibt es momentan bei Kreativbund. Da habe ich auch aus der Fensterschachtel ein Boot gemacht. Diese Federn sind echt nervig. Also, die sind so, ja, leicht und flauschig. Die bewegen sich einfach zu sehr. Also da habe ich so ein Boot gemacht aus den Papieren von dem 6x6 Block, den man dann bekommt, wenn man das Kit kauft. Und
ja, hier mit einem Schaschlik-Spieß festgemacht. Fand ich keine schlechte Idee. Warum ich da Federn genommen habe, weiß ich nicht. Ich wollte da das irgendwie schön festmachen. Ja. Und jetzt spielen wir hier überall Federn rum. Dann habe ich einmal diese Karte gemacht. Das ist mit so einer Falttechnik. Finde ich auch was Schönes. Würde ich auch schon länger mal machen. Und für die Karte hat sich das einfach angeboten. Das ist aus dem alles bestempelt aus dem Stempel, den man da bekommt. Ich glaube, der war von Lawn Farm. Musste man nochmal gucken. Ich wollte ja auch nochmal, als ich die Sachen bekommen habe, habe ich alles abgedreht. Ich muss nur nochmal gucken, wo ich das hingepackt habe. Dann habe ich nochmal so eine Art Mini-Album gemacht. Das habe ich von Paulines Papier. Ich weiß nicht, ob sie hier auf YouTube auch so heißt. Die Idee fand ich richtig, richtig super. Auch das erste Mal, dass ich mir eine Stanze gekauft habe. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die zeigen darf. Vielleicht kann ich jetzt im Nachhinein noch ein bisschen verändern. Das ist das erste Mal, dass ich mir wirklich deswegen eine etwas teurere Stanze gekauft habe. Das ist mit diesem, ich verlinke euch am besten, wie die Stanze heißt. Die war mal von SU, die habe ich recht günstig jemanden abkaufen können. Und da macht man halt 4 Blätter von diesen rein. Hier habe ich dann immer ein Foto drauf und hier habe ich immer einen Stempel drauf, auch von diesem Stempelset aus dem Kit. Und da habe ich immer ein anderes Papier aus dem Paperpad, aus dem 6x6 Paperpad genommen. Ja. Das ist so eine Art Mini-Album. Fand ich auch eine richtig tolle Idee, die sie da hatte. Dann war das der klägliche Versuch einer Endloskarte. Ihr seht schon, das passt alles nicht so richtig. Habe ich auch mit den Papieren aus dem 6x6 Paperpad gemacht. Die habe ich dann aufgehört, weil ich nicht so viel davon verbrauchen wollte, weil es dann eh schon nicht mehr funktioniert hat. Jetzt weiß ich, wo mein Fehler liegt. Also eigentlich gehört das so, genau, dass man, wenn man die dreht, immer wieder ein richtiges Bild bekommt und nicht so wie hier bei mir, dass es da nicht so ist. Und ich habe es einmal zwischenzeitlich, als ich es beklebt habe, gedreht und das war der Fehler. Aber ich finde, das hat auch mit diesem Petrolpapier und diesem, ja, aus dem Kartenkit super funktioniert. Guckt euch das Strandkit auf jeden Fall mal an. Das ist echt richtig, richtig toll, was da alles in diesem großen Kit drin ist. Und dann habe ich noch eine Karte gemacht aus dem Ausschneidepapier, was da auch mit dabei ist. So eine Leporello-Karte. Ja, und ich glaube, das war's auch schon. Da habe ich, glaube ich, 4 Sachen gemacht, ja. Ich glaube, das war's. Ja. Demnächst gibt es vielleicht mal wieder ein Video, wo ich mit euch bastel. Ich weiß bloß noch nicht was. Ich habe ein paar Ideen, aber mal gucken. Vielleicht mal was ganz anderes mit dem Watercolor. Mal gucken. Oder ich mache mit euch das Album fertig und mache mit euch mal ein Pop-Up-Element zusammen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, was ich zu dieser letzten Seite mit der Einschulung mache. Ich habe noch keine Ahnung. Aber ja, ich habe ja noch Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Was das sein wird, kann ich euch noch nicht sagen. Und bis dahin, tschüss.